Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir befinden uns hier oben, weil wir erstens noch Lampen setzen müssen. Zweitens musste ich hier noch die Produktion wieder in Gang bringen, beziehungsweise in Ordnung bringen. Ich hatte hier oben keinen Filter in den Greifarm gesetzt. Und dann hat er einfach auch mal einen Kupferrohr hier drauf gesetzt. Damit kann er natürlich nichts anfangen. Und nun stand hier die ganze Produktion. Na, das war ja wieder mal ein Reinfall. Aber jetzt geht es erstmal wieder weiter und es kommen dann hier auch wieder die Bauten raus, die die Kameraden brauchen, damit sie unten weiterbauen können für uns, was wir brauchen, wollen und haben müssen. So, ich muss jetzt mal ganz kurz an die Wärmeerzeugung denken. Da will ich jetzt dran. Da brauche ich ein bisschen Stahl und ähnliches. Ich muss nämlich ein paar Heizkessel bauen, beziehungsweise da brauche ich die Öfen, da brauche ich eigentlich bloß den Stein hier unten. Mal gucken, irgendwo ist da hier bestimmt so ein Stein dazwischen. Ja, da haben wir auch so einen Stein, da kann ich mir auch ein bisschen was nehmen. So, zack, zack. Und dann nehmen wir uns ein paar Eisenrohre noch. Und dann machen wir uns erstmal so ein paar Heizkessel, weil ich brauche ja den einfachsten Heizkessel, der einfachen Heizkessel nur. 4, 5, 6, 7, 8... 40 Stück müssten ja durchaus reichen, würde ich jetzt mal behaupten. So, dann kann ich hier noch wieder Eisenrohre zurücklegen, wenn ich sie dann finden würde, wo sie sind. Ach, ich stelle schon wieder selber welche her. Alles klar. Gut, dann sind wir die nämlich los und die Steine müssten auch los sein. Und dann haben wir nämlich jede Menge Heizkessel. Ne, einen Stacksteine habe ich immer noch in der Tasche. Den kann ich dann also loswerden. So, gut. Also, das sollte dann erstmal fürs Erste reichen. Hoffe ich zumindestens. Dass dann jetzt hier erstmal ein bisschen Ruhe einkehrt in die ganze Sache. Und so, die Steamcracker, die habe ich schon. Was brauchte ich noch? Ich brauchte die Dinger noch. Die Dinger habe ich, die Dinger habe ich, die Dinger habe ich, die Dinger habe ich. Gut, okay, also den Rest habe ich alles. Dann kann es ja wieder nach unten gehen. Und dann kann ich nämlich da bei den Dingern, die dann da für uns heizen, natürlich auch noch wieder ein bisschen was reinlegen hier. Das sieht sehr schön aus, wie das im Takt immer wieder was drauflegt. Finde ich gut. Bei meiner Stahlproduktion oben sah es jetzt eben gerade nicht so gut aus. Wo haben wir denn die Stahlproduktion? War auf der Seite hier, ne? Ja. Also hier kommt ein bisschen was an, ja. Aber wie gesagt, also hier sind ab und zu mal Förderbänder leer gesaugt. Immer wieder andere Materialien, die so ein bisschen fehlen. Da müssen wir mal drauf achten, dass das einigermaßen gut läuft. Aber wie gesagt, hier sieht man ja schon. Da ist nichts mehr drin. Hier ist nichts mehr drin. Da ist noch ein bisschen was drin. Also da muss unbedingt Material rankommen. Und ich weiß nicht, ob hier oben das... Hier ist doch das Material. Aber das ist nämlich auch nicht unbedingt in unbegrenzten Mengen verfügbar hier anscheinend. Also nicht so viel, wie wir brauchen. Also da... Ja, deswegen ist das ganze Werk auch am Arbeiten und am Machen und am Tun. Deswegen haben wir auch so einen hohen Stromverbrauch momentan. Und ich hatte noch einen anderen Fehler im System. Ich habe nämlich hier bei der einen... Parkhilfe von dem Atta muss ich auch noch mal hin. Ja, da können wir das gleich noch machen. Da habe ich noch vergessen gehabt, die Materialbegrenzung einzubauen. Da hat er den Solder da reingeschmissen, bis es keinen Solder mehr gab. Das habe ich noch geändert, damit dort jetzt dann auch ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Und da sind jetzt über 50.000 Solder jeweils drin. Und ich glaube, wenn ich den Bahnhof hier fertig baue, dann sollte das auch instant quasi einen Abnehmer finden, wenn ich mich da recht erinnere. Müsste jetzt, wenn der jetzt hier den Solder anbietet. Ah, warte mal. Bin doch falsch rum gebaut. Irgendein Kabel fehlt hier immer noch, ne? Beim Anbieter, oder? Geht das jetzt? Genau, da fehlt nämlich noch ein Kabel. Da fehlt nämlich noch ein rotes Kabel. Irgendwas ist da falsch gesetzt. Ist hier drüben genauso falsch? Ne, da ist es. Von hier das rote Kabel an dem vorderen dran. So, jetzt ist die große Frage, kann ich rotes Kabel machen? Kann ich machen. So, jetzt muss ich nämlich nochmal. Ist
Du hast keinen Platz fürs rote Kabel. Wegen dem Kram hier. Mann! Es ist zum gräuslich werden. Es ist zum gräuslich werden. So. Das muss nämlich von hier da dran. Dann weiß er, dass er nämlich Solder hier wegholen soll. Genau. Und dann kann er nämlich den Solder jetzt in die Fabrikation hier oben hinbringen. Also hier über den Solder hinbringen. Das wird nicht lange vorhalten, weil die Flüssigkeit schon alle ist. Also da wird nicht mehr allzu viel kommen. Aber sie werden hier auf jeden Fall erstmal die grünen Chips wieder weiter durchproduzieren können. Und dann da erstmal auch da wieder Bedarf erzeugen an allen möglichen Materialien. Da könnte ein bisschen was, naja, passieren, kommen. Nun, irgendwas wird schon schief gehen. So, gut. Was wollte ich noch machen? Ich wollte dann, genau, jetzt wollte ich wieder nach unten gehen, wollte das unten erstmal organisieren, dass wir da unten weiterkommen mit der Produktion von Kunststoff. Dass wir hier oben dann die Kunststoffproduktion entfernen können und langsam aber sicher dann hier den Bauplatz freikriegen für noch weitere Materialien. Genauestens, so ist der Plan. Also jetzt müssen wir fleißig bauen gehen. Und hier müssen wir wahrscheinlich mal irgendwann das mineralisierte Wasser, was jetzt hier sozusagen sich dann ansammelt oder irgendwie, das könnten wir vielleicht auch noch durch die Gegend transportieren. Aber da werden wir sehen, wie wir es machen. Aber eigentlich bin ich der Meinung, dass ich drüben das mineralisierte Wasser selber herstelle. Und Sand anliefern lasse. So. Muss ich denn hin? Ich muss aber nach unten, ne? Eine Etage nach unten muss ich jetzt noch. Da bin ich aber auch wirklich orientierungslos. Nee, also da hat man noch ein paar Mängel im Bau und im System drin, die dazu geführt haben, dass quasi unten der Bau nicht dementsprechend vorwärts ging, wie er eigentlich sollte, beziehungsweise andere Sachen halt nicht richtig sauber funktioniert haben. Das ist sehr schade, aber war leider so. Und hier sehe ich auch schon wieder ein Ding, was mich dann auch wieder zurückwerfen wird in der ganzen Entwicklung, weil ich da auch Schwierigkeiten kriegen werde. Guti. Na da. So. Gut. Also hier müsste eigentlich genügend Kohle rauskommen. Ich gehe ganz fest von aus für den ganzen Bereich hier. Aus diesen beiden Produktionsstätten. Jetzt habe ich mir keinen Stahl mitgenommen. Und kann mir deswegen keinen Hochofen bauen und habe deswegen das nächste Problem. So, wir müssen Dampf erzeugen für die Steam Cracker. Wie viel Dampf brauche ich denn dafür? Brauche 57 Dampf. Dann brauche ich 13 davon bloß. Okay, da haben wir ein bisschen viel gemacht. Macht ja nichts. Und 57 Wasser. Das heißt, ich brauche einen Teich irgendwo. Das würde ich dann hier außen oder so hier. Aber wir gucken erstmal, wie die Steam Cracker aussehen. Da brauchte ich wie viel von? Das 30, da habe ich 30 von. Das heißt 15 auf die Seite, 15 auf die Seite. Das ist 3 Fünfer rein. Und dann müsste ich eigentlich genügend haben. Alles sieht aus. Wie wir das ausrichten wollen, ist auch egal eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt gucken wir mal erstmal. Wir wollen Methangas und. Nee, Methanolgas. Pen soll doch hier entstehen drin, oder? Methanolgas und Dampf rein, Propengas und Residualgas raus. Genau. So, das soll hier entstehen. So, das sieht doch schon mal eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das heißt, wir holen uns von hier unten das Material und verteilen das dann hier über die Schiene. Dahin, 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 dahin,
dahin. Warte mal, wie viel brauche ich denn? Ich könnte alle 15 eigentlich hier so runterstellen, ne? Warte mal, da müssen wir mal gucken, weil wie viel brauche ich denn von den anderen, um dann Plastik herzustellen? Da brauchte ich dann noch mal auch nochmal so 1 zu 1 theoretisch. Und dann 1 zu 2, also 2 zu 1. Das heißt, ich kann hier, na, das gibt doch schon, das ist doch schon, das gibt doch schon ein bisschen was vor. So, ich kann hier den Liquifier MK2 einfach so davor stellen und hier davor stellen. Und passt denn da jetzt die Fabrik dazwischen? Die Fabrik passt da dazwischen. Und da kommt der Kunststoff raus. Wenn ich das natürlich jetzt noch richtig rum hinbauen würde. Ja gut, das ist ja nicht egal, wo der Kunststoff rauskommt. Der Kunststoff, der läuft dann in einem Bahnhof ab. Dann habe ich hier überall Platz für andere Sachen. Also hier könnte ich zum Beispiel eine Dampfherstellung machen dann oder sowas. Ja, also wir kommen ja dann hier. Moment. Wenn ich jetzt, warte mal. Oh, warte mal. Ich stelle hierher Liquid Plastic, ne? Warte mal, dann muss ich die Fabrik natürlich hier hinsetzen. Und die soll mir Kunststoffstangen herstellen. So. Röhrchen. So. Röhrchen. Röhrchen. So, das ist ja dann nicht mit 15 getan, das müsste dann mit 16 getan sein, damit es eine gerade Zahl hier gibt. Ne? Mal gucken, wie viel kriege ich denn jetzt hier denn untereinander hin. Das brauche ich dann nicht. Dann brauchen wir quasi hier einen Einfluss von dem Öl oder von dem Krempel hier. 15 auf der Seite, 15 auf der anderen Seite, dann ist das gut. Dann müssen wir bloß die Förderbänder nachher irgendwie sinnvoll noch legen, dass das halbwegs sinnvoll aussieht. Sagen wir mal so. So. Nehmen wir die Querleitung hier mal raus. Die brauchen wir nicht mehr. So, die wollen wir nicht mehr haben, sagen wir es mal so. Dann bauen wir hier noch eins. So. 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 Na. 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 Dann muss ich noch zwei von diesen Crackern irgendwie machen. Kann ich die jetzt machen noch? Natürlich nicht. Mit der Stahlzug. Na gut. Aber so sieht das doch schon mal ganz gut aus. So. Die Rohre nicht mitgekriegt. Naja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Sehr schön. Gut, dann müssen wir jetzt hier einmal ganz kurz auch noch was umbauen. Das brauchen wir hier nicht mehr. So. Muss nur noch die Menge dann nachher passen, aber ich denke, das sollte passen. So. Was kommt denn dahin? Das brauchen wir hier nicht mehr. So. Genauso wie wir das auf der Seite nicht mehr brauchen. Wie gesagt, ihr könntet dann. Wir können ja die Förderbänder dann mit lang unten runterlaufen und dann zum Bahnhof oder sowas, der es abholt. Den Kunststoff. So, jetzt müssen wir noch eine Dampfherstellung irgendwo organisieren. In geordneter Form. Das heißt, wir bräuchten für jede Seite können wir jetzt. Wie viele Dampfhersteller halten wir denn davor? Die auch noch nicht. Ohne Kunststoffdioxidproduktion braucht man noch.
Okay. Das heißt, die Kohle würden wir dann, keine Ahnung, wie kriege ich die, ich müsste das Ding umdrehen. Ich müsste das in die Richtung gucken, das in die Richtung gucken. Dass ich die Kohle, die von hier kommt, quasi in dem Bereich verbrauche. Und die Kohle, die in der Richtung guckt, in dem Bereich verbrauche. Und damit ich dann da unten im Zweifel nochmal eins dran bauen kann, ne? Also kopieren wir das erstmal hier. So. Klassisch. Das hätte ich jetzt eigentlich nochmal gebrauchen können. Ich habe zu viel Zeug in den Taschen und ich lerne es einfach nicht. Tut mir leid, dass ihr das jetzt mal sehen müsst. Vor allem, dass ich immer Zeug in den Taschen habe, den ich wirklich brauche, ne? Naja. So, eine Pumpe brauche ich noch zwei davon. Okay. Das ist ein Ding, das muss ich doch irgendwo schon mal haben, oder? Warte mal. So. Wenn ich das jetzt alles abreiße hier, habe ich auch ein Problem. Könnte aber die Leute da drüber bauen lassen. Und dann sagen, ich möchte das in der Form hier haben, dass das so hier steht. So, und dann bauen die mir das hier hoffentlich wieder hin. Nachdem sie es irgendwo hingetragen haben, müssten sie eigentlich mit den gleichen Maschinen wieder hier unten ankommen. So. Okay. Dann habe ich nämlich hier die Kohle auf der Seite, da die Kohle auf der Seite. Das ist auch gut. So, dann kann ich das hier schon mal ganz kurz mitnehmen. Biege ich das mal hier vorne dran. So. So, dann kriegen wir hier nämlich Kohle raus, da Kohle raus und dann ist das gut. So, und dann können wir nämlich hier quasi die Kohle, die von der Seite kommt, und im Zweifel können wir hier noch eine zweite hinbauen und wir haben noch mehr Kohle denn für den Bereich, wo wir es brauchen. Dann kann das alles hier rein. So, warum ist da wieder bloß der eine mit einer Produktion behaftet und der andere nicht? Läuft schon wieder hier. So, wie sieht es denn aus mit meinem Bauroboter? Dann beschwert ihr euch, ihr braucht 72 davon noch, habt ihr 42 Masten, keine mehr. Das wäre natürlich jetzt, ja, haben wir keine mehr. Und den Salat schon wieder. Das wird also mit Strommasten auch schon wieder knapp, aber ich habe noch jede Menge in der Tasche. Hilft euch aber nicht, ne? Nee, egal. So, dann werden wir jetzt hier vorne erstmal die ganzen Verbindungen setzen noch. Brauchen wir auch noch welche. Dann bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt so unten aus dem Tank quasi mit Gewalt hier reinpresse oder nicht. Aber könnte man ja tun, ne? So, der muss dann da ran. So. Na, es juckt immer noch. Sehr schön, Goodie. Dann heißt es jetzt also quasi Kohlenstoffdioxidproduktion. Halbe ist 9, also 10 von den Dingern aufgestellt, die quasi aus Kohle Kohlenstoffdioxid machen. Lidlidlid. Wo haben wir's, wo haben wir's, wo haben wir's? Dann nehme ich die. So, ihr macht den Kohlenstoffdioxid. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bekommt hier eine Förderbande Material. Und dann macht ihr eine Kohlenstoffdioxide aus Charcoal. Nein. Kohlenstoffdioxid bitte. So.
Das müssen wir dann jetzt so verrohren. Sehr gut. So, davon müssen wir einen Teil quasi hier hinten wieder reinleiten und den anderen Teil müssen wir dann nach hier oben bekommen, um den hier oben drinnen zu verteilen. Da müssen wir auch noch, achso, auch noch zusammenlegen. Noch nicht gemacht. Nächste Roll. Das fehlt ja auch noch hier. So. So, dann müssen wir bloß gucken, wo wir es dann anschließen oder wo wir es wie was verteilen. Also ich würde sagen, den einen Stoff, den legen wir hier in der Mitte einfach dann hoch oder beziehungsweise, da gucken wir mal, ne? Oder legen wir den hier drinnen hoch und verteilen den dann hier irgendwie links, rechts. Hier muss das ja auch noch, da haben wir auch die Verteilung vergessen, gucke an. Wahrscheinlich nicht mitkopiert. Naja, bauliche Mängel werden hier mehr jetzt genug drin sein. Davon ist ganz fester auszugehen. So, und ich kriege das Material hier der Ebene verteilen und weiß ich noch nicht. Egal, so. Kriegen wir raus. Gastank habe ich jetzt in der Form nicht mehr drin, aber ich nehme dann einfach die Inline-Tanks hier dafür. Dass hier so ein bisschen Kohlenstoffdioxid zwischengelagert wird an den Enden. So. Hat keinen großartigen Wert. Glaube ich jedenfalls nicht. So, hier muss ich das auch noch machen. Okay, das ist überall vergessen. Kohlenstoffdioxidverteilung. Dann machen wir jetzt hier die Kohlenstoffdioxidverteilung auf. So. Für die Seite zumindest jetzt hier, dann müsste das jetzt eigentlich einigermaßen hier durchlaufen können. Nichts Genaues weiß man nicht, ne? Nur so die Sache. So. Und dann brauchen wir da oben noch Kohlenstoffdioxid drin. Einmal in der Höhe. Passt genau um eins nicht. Sehr gut. So. Und dann einmal noch in der Höhe. So, dann ist das Kohlenstoffdioxid schon mal verteilt hier für die Seite, dass diese Kohleproduktion weiß, diese Kohleproduktion, okay, das könnte sich zu einem Problem entwickeln, naja. So, und dann brauchen wir noch ein bisschen Dampf, und da brauchen wir, und da machen wir hier einfach mal, wie brauche ich das am besten auf, Wasser dann irgendwie und Dampf kommt da raus. Den brauche ich ja nur für die da, ne? Gucken wir mal. Muss ich hier oben denn drum rumlegen? Okay. Naja, gut. Kriegen wir hin. Da können wir auch noch einen Kessel für machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Ihr seid dann Hans Dampf in allen Gassen. Oder so. Klingt komisch, ist aber so. So. Da hat er einer schon wieder was im Weg gestellt, ne? So. Gut. Zack, und da fliegen sie schon wieder los und wollen mir dann die Dings holen. Dann machen wir jetzt hier die Einlagerung in die Richtung. Machen wir mal weg. So. So.
Machen wir hier Dampf. So, dann haben wir hier einen Dampfkessel da vorne vor. Und mal gucken, ob wir dann noch irgendwie mit Druck verteilen müssen. Weil Dampf brauchen wir, glaube ich, jede Menge, ne? Also das ist dann schon keine kleine Menge, die hier durchdrückt, aber wir werden sehen, wie viel da ankommt. Und ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Irgendwann gehen wir jetzt die unterirdischen Rohre aus, gehe ich ganz stark mal von aus. Da muss ich dann auch noch eine Produktionsstätte für machen, ne? Wir sind bei 25 Minuten. Ich würde sagen, dann reicht das nur für die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn wir dann mal, also ich hoffe mal, dass wir Ende der Woche hier die Kohlenstoffproduktion zumindest in Teilen in Gang haben. Dass Kohlenstoffdioxid schon mal produziert wurde. Dass schon ein bisschen Dampf produziert wurde. Dass dann hier die Dinge angehen. Hoffe ich einfach mal, dass da meine Bauroboter schnell genug schon sind. Und Sachen kriegen. Ich habe während der Pause zwischen der Folge und der davor, habe ich gerade die Errungenschaft bekommen und das möchte ich gerne auch bekannt geben. Du machst es richtig. Platziere mehr Gegenstände mit Robotern als von Hand. Ich weiß, dass ich da ein ganz schönes Filou bin und immer alles selber bauen will und alles selber baue und sowas. Das ist alles nicht so optimal, aber ja, bitte verzeiht mir. Da komme ich einfach nicht mehr von weg. Das kriege ich nicht mehr raus, dass ich das so machen möchte. Und ganz wenig mit den Robotern arbeite. Ich hoffe, ich arbeite an mir und ich hoffe, dass es besser wird. Und dass es dann auch ihr denn da sagen könnt, Mensch, wir hatten einen positiven Einfluss auf sein Spielstil. So, gut. Genug der komplizierten Worte. Ich kann sie nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.